Ja, kurz zu den lateinischen Zahlen. Die sind eigentlich überhaupt nicht schwer. Man muss es einfach ein paar Mal anschauen oder sich tausendmal anhören, bis man es im Kopf hat. Ja? Also ich zähle jetzt hier von 1 bis 12. Wichtig ist noch die 20, die 100 und die 1000. Alles, was dazwischen kommt, steht meistens als Angabe dran oder man schlägt es nach. Bis 12 zählen ist immer ganz praktisch. Wie gesagt, die 20, die beginnt hier, ist ein bisschen ungewohnt. Genau. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Unus, Duo, Tres, Quatuor, Quinque, Sex, Septem, Octo, Novem, Decem, Undecim, Duo, Decim. Das war jetzt bis 12. Viginti ist die 20, Centum ist die 100, Mille ist die 1000. Ja, und das kann man jetzt so lange wiederholen, bis man es im Kopf hat. Dasselbe, das waren jetzt die Kardinalzahlen, gilt noch für die Ordnungszahlen, der erste, der zweite, der dritte. Das lautet wie folgt: Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Quintus, Sextus, Septimus, Octavus, Nonus, Decimus, Undecimus, Duo, Decimus. Das war bis zur 12. Vicensimus ist der 20. Centus ist der 100. Millesimus ist der 1000. Und wenn man das immer wieder macht, solange bis es sich einprägt oder sich anhört, gibt es mit lateinischen Zahlen überhaupt kein Problem.